Links sind in OneNote einfach zu erstellen, sehr flexibel und extrem zeitsparend. Aber Sie selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch, wie ihr in OneNote Hyperlinks oder Links erstellen könnt, wie ihr sie bearbeiten könnt. Ich zeige euch ein paar Besonderheiten dazu und auch, wie Links auf OneNote in anderen Office-Programmen funktionieren. Wenn dich Grundlagen zu digitalen Verweisen, also Links, Hyperlinks, Verknüpfungen, Favoriten und so weiter interessieren, dann schau dir das Video an, das ich vor kurzem dazu gemacht habe. Ich habe es auch in der Infokarte verlinkt. Nun aber zur Erstellung von Hyperlinks oder Links in OneNote. Es gibt verschiedene Varianten zur Erstellung von Hyperlinks und Links in OneNote. Wir starten mal damit, dass wir vom Ziel ausgehen, also von der Stelle, an die der Link zeigt. Und ich habe hier mal so ein bisschen aufgeschrieben, auf was man innerhalb von OneNote verlinken kann, also Notizbuch, Abschnittsgruppen, Abschnitte und so weiter. Und der Weg ist eigentlich immer wieder derselbe. Also wenn ich auf ein Notizbuch verlinken will, dann mache ich einen Rechtsklick auf das Notizbuch, wähle den Befehl Link zu Notizbuch kopieren und gehe dann an die Stelle, an der ich diesen Link einfügen möchte und füge hier zum Beispiel mit Steuerung V ein. Und damit habe ich jetzt einen Link auf dieses Notizbuch mit allem, was hier dazugehört. Auf eine Abschnittsgruppe würde das genauso funktionieren. Ich habe hier eine Abschnittsgruppe, Test der Ebenen, Rechtsklick drauf, Link zur Abschnittsgruppe kopieren. Dann gehe ich wieder an die Stelle, an der ich den Link einfügen möchte und füge hier ein. Und ihr seht, ich habe jedes Mal einen entsprechenden Link, der auf dieses Element zeigt. Und genauso kann ich das dann mit den Abschnitten machen, sagen wir mal hier mit den Seitenvorlagen, wieder Link zu Abschnitt kopieren. Ich gehe an die Stelle, an die ich einfügen möchte und so weiter und so fort. Ich mache das jetzt hier gerade mal noch mit ein paar Varianten, damit ihr das auch gut als Beispiel sehen könnt. Wichtig ist dabei Folgendes, wenn ihr zum Beispiel einen unterstrichenen Link habt, dann heißt es, diese Seite hat noch keinen Inhalt. Ihr seht hier, Zeichnen hat noch keinen Inhalt. Wenn ich jetzt einen Text dazu schreibe und mir das anschaue, dann seht ihr, es bekommt eine Unterstreichung. Auf Textcontainer, also auf sowas hier, kann man nicht verlinken. Man kann nur auf die Seite, auf der der Textcontainer ist, oder aber auf einen Absatz verlinken. Ich nehme jetzt mal einen Absatz hier etwas weiter unterhalb. Ich klicke in den Absatz, Rechtsklick in den Absatz, dann seht ihr Link zu Absatz kopieren. Und dann gehe ich an die Stelle, wo ich den haben will, füge hier ein und ihr seht, jetzt wird dieser Absatz verlinkt. Und anklicken führt eben dazu, dass ich jetzt auf diesen Absatz springe. Wenn ich auf einen Link zu einem Notizbuch, zu einer Abschnittsgruppe, Seitenvorlage oder auch zu einer Seite springe, dann lande ich immer an der Stelle, wo ich zuletzt war in diesem Element. Also wenn ich auf Notizbuch, einen Notizbuch-Link klicke und ich war da in einem bestimmten Abschnitt auf einer bestimmten Seite, dann lande ich eben wieder dort. Nur beim Absatz ist es so, dass ich exakt an der Stelle lande, die ich als Link ausgewählt habe. Wenn man jetzt eine Seite umbenennt, ich nehme mal diese Seite Zeichnen und ich benenne die hier um. Also sagen wir mal, ich schreibe da jetzt rein Zeichnen verändert. Dann seht ihr, dass sich das hier wunderbar mitändert, aber in dem Link sieht man davon nichts. Der Link führt trotzdem noch zu dieser Seite. Ihr seht, ich springe auf die Seite Zeichnen. Aber es wird eben hier nicht aktualisiert und da gibt es auch keine Möglichkeit, dass das automatisch aktualisiert wird. Und ihr könnt natürlich auch gezielt an eine bestimmte Stelle außerhalb von OneNote verlinken. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel eine Internetseite genommen. Und zwar, wenn ich die Adresse der Internetseite kopiere, zum Beispiel mit Steuerung C oder auch Rechtsklick kopieren und dann hier einfüge, dann seht ihr, wird hier der entsprechende Link mit dazu eingefügt. Wir schauen uns später noch an, wie man die bearbeiten kann und dann zeige ich euch hier noch ein paar weitere Dinge. Nun zur zweiten Variante. Die zweite Variante startet nicht an der Stelle, wo der Link hinverweist, sondern sie startet an der Stelle, an die der Link eingefügt wird. Und ich kann dann über Einfügen, Link,
sagen und jetzt verweise an die Stelle XY, zum Beispiel auf das Notizbuch für die Videoerstellung. Dann wird hier oben der Text übernommen und drunter wird die Adresse übernommen. Ich bestätige mit OK und dann seht ihr, das ist jetzt genauso ein Link wie hier oben auch und der verweist auch an dieselbe Stelle. Und genauso würde das mit der Abschnittsgruppe funktionieren. Ich drücke jetzt STRG K. Das wäre dasselbe wie Einfügen Link und wähle mir jetzt zum Beispiel hier eben diese Abschnittsgruppe, bestätige mit OK und dann habe ich entsprechend hier denselben Link drin. Und so geht das auch für Abschnitte, zum Beispiel Seitenvorlage und es geht auch noch für Seiten. Also wenn ich zum Beispiel wieder unser Zeichnen nehme, bestätige, dann seht ihr, das ist im Prinzip gleich. Jetzt wird auch der aktuelle Stand des Seitennamens übernommen. Wenn wir es wieder ändern würden, dann würde es nicht mit aktualisiert werden, aber es wird eben der Stand genommen, den wir im Moment haben. Textcontainer geht auch hier nicht, das geht tatsächlich gar nicht. Und ich kann hier nicht auf Absätze verlinken. Ich komme hier zwar bis zur Seite, aber in der Seite komme ich nicht auf den Absatz. Also das geht hier tatsächlich nicht. Und die Variante auf etwas außerhalb von OneNote zu verlinken, funktioniert hier genauso. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte auf eine Datei im Dateisystem verlinken, komme dann ins Dateisystem, kann mir dort eine Datei aussuchen, bestätige mit OK. Ihr seht, der Name wird übernommen, die Adresse wird übernommen, ich bestätige mit OK und dann habe ich eben hier den Link auf diese Datei außerhalb von OneNote. Es gibt jetzt noch eine besondere Variante, bei der man in dem Moment, in dem man sozusagen eine Seite anlegt, auch gleich eine Verlinkung durchführen kann. Man findet das auch viele Videos, vor allem zu der ersten Variante im Internet per eckige Klammer. Und zwar schreibt man einfach den Namen und dann schreibt man eckige Klammern außenrum. Das wäre die Alt-GR-Taste und die 8, eckige Klammer auf. Und jetzt nehme ich einfach mal Schafkopf und dann mache ich die eckige Klammer zu, also Alt-GR und 9. Und wenn ich die zweite eckige Klammer zumache, dann seht ihr, jetzt wird hier ein Link angelegt, der ist gestrichelt, unterstrichen und hier ist gerade eine neue Seite angelegt worden. Ihr wisst ja jetzt schon, die ist im Moment leer, klar, sie ist neu angelegt worden, deshalb auch die gestrichelte Unterstreichung. Ich persönlich finde das mit den eckigen Klammern nicht so praktisch. Ja, es ist nett, aber was mir persönlich besser gefällt ist, wenn ich mehrere Absätze geschrieben habe und ich markiere die, und zwar geht es ab zwei Absätzen, die ihr markiert, und ich mache dann einen Rechtsklick drauf, dann gibt es den Befehl mit Seiten verknüpfen. Und die Seiten, die es schon gibt, werden einfach verknüpft. Und die Seiten, die es noch nicht gibt, werden neu angelegt. Ich mache das mal mit Seiten verknüpfen. Und ihr seht jetzt, Doppelkopf und Watten ist angelegt worden. Skat und Schafkopf gab es schon. Die sind nicht neu angelegt worden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Skat klicke, dann springe ich zu der vorher schon vorhandenen Seite Skat. Also das ist mein Favorit hier. Markieren mehrere Absätze, Rechtsklick und mit Seiten verknüpfen. Wie gesagt, mit den eckigen Klammern geht das auch. Aber ich finde das etwas umständlicher. Nun zum Bearbeiten von eingefügten Links. Wenn ich zum Beispiel mal hier das Beispiel mit dem Notizbuch nehme und ich mache da einen Rechtsklick auf diesen Link, dann gibt es jetzt alle möglichen Befehle dazu, zum Beispiel Link öffnen. Das wäre wie wenn ich den Link anklicke, ich springe dann zu der Stelle. Eine zweite Variante wäre den Link zu bearbeiten. Dann komme ich in den Dialog, den wir ja auch mit STRG K oder mit Einfügen Link haben. Und ich kann jetzt hier eine andere Stelle aussuchen, an die verlinkt werden soll. Also im Moment wird auf das Notizbuch Videoerstellung verlinkt und ich könnte jetzt hier das Notizbuch online at Arno Burger verwenden. Und jetzt ist Folgendes wichtig, macht das, es funktioniert auch. Der Link hier hat sich verändert, aber der anzuzeigende Text hat sich nicht verändert. Deshalb ist es besser, ihr löscht den anzuzeigenden Text erst raus und dann wählt ihr den entsprechenden Ort aus und dann wird auch der anzuzeigende Text daran angepasst. Also Vorsicht, wenn ihr nur eine neue Adresse auswählt, dann bleibt der anzuzeigende Text der alte. Ich bestätige mit OK und ihr seht, jetzt habe ich eben diese neue Verlinkung auf ein Notizbuch.
Rechtsklick auf den Link, Link bearbeiten war das. Link zu Absatz kopieren, das kennen wir schon. Link kopieren würde den gesamten Link kopieren. Hyperlink auswählen markiert genau diesen Link, egal wie lang der ist. Und dann haben wir noch eine letzte Variante, nämlich Link entfernen. Und Link entfernen führt dazu, dass sozusagen die Adresse, die dahinter liegt, mit der Markierung und allem entfernt wird, aber dass der Text eben stehen bleibt. Was passiert nun, wenn ich eine Seite zum Beispiel lösche, auf die verlinkt ist? Ich nehme mal die Seite Skat hier und ich lösche diese Seite. Ist jetzt weg. Wenn ich auf meine Übersicht mit den Links gehe, dann seht ihr, Skat gibt es immer noch. Ich klicke da drauf. Und ich lande jetzt bei den gelöschten Seiten. Das heißt also, wenn eine Seite gelöscht ist und noch nicht endgültig gelöscht, also im Papierkorb, dann funktioniert der Link noch. Wenn ich jetzt diese Seite ganz lösche, also sie ist jetzt endgültig gelöscht, und jetzt klicke ich nochmal hier auf den Link für Skat, dann seht ihr, jetzt funktioniert der Link nicht mehr, weil eben jetzt diese Seite gar nicht mehr existiert. Also solange es im Papierkorb ist, geht der Link noch. Wenn es dort auch gelöscht ist, ist sie ganz weg. Eine zweite Besonderheit ist, dass wir schon gesehen haben, hier beim Zeichnen verändert, dass scheinbar nicht auf den Namen der Seite verlinkt wird, sondern auf, ich sage mal, irgendetwas anderes. Ich zeige euch das mal hier an einem Beispiel noch genauer. Vielleicht habt ihr es vorhin auch schon gesehen. In der Adresse steht hier zwar der Name drin, aber da steht auch eine ID. Und zwar sowohl eine ID für das Notizbuch, weil das auf SharePoint liegt, und auch eine ID für die Seite. Und das heißt, die Verlinkung ist nicht, wie das häufig bei Dateien der Fall ist, die im Dateisystem liegen, auf den Dateinamen, sondern sie ist auf diese ID. Und damit spielt der Name gar nicht so eine Rolle und der Link funktioniert trotzdem. Und eine dritte Besonderheit habt ihr schon gesehen, das sind diese gestrichelten Unterstreichungen für Seiten, auf denen eben noch nichts steht. Wenn wir nun solche Links aus OneNote kopieren und dann in ein Office-Programm einfügen, ich wechsle hierzu mal zu Word, also der Weg ist derselbe, ich kopiere den Link zur Seite und füge den dann zum Beispiel in diesem Fall in Word ein, dann bekomme ich zwei Links, nämlich hier den ersten und hier den zweiten. Und der erste Link führt in die Desktop-App von OneNote, das heißt also in das, was wir hier sehen. Und der zweite Link führt in die Webansicht. Das mache ich mal. In Word muss man ja, um einen Link anzuklicken, die Steuerungstaste drücken und dann klicke ich hier diesen Link an. Und jetzt komme ich in OneNote fürs Web und dort auf die entsprechende Seite. Also der Weg ist genau der, den wir jetzt schon kennen. Rechtsklick auf die Seite, Link zur Seite kopieren und dann fügt ihr das einfach in Word ein und damit erscheinen diese beiden Links, die sich dann natürlich hier auch mit Steuerung K zum Beispiel bearbeiten lassen. Da seht ihr wieder den anzuzeigenden Text und dann auch hier wieder die Adresse mit dieser ID und so weiter. Ja, ich hoffe, dass das alle eure Fragen zu Links und Hyperlinks in OneNote beantwortet. Vielleicht war auch das eine oder andere Neue dabei. Wenn noch was offen ist und ihr Fragen habt, bitte schreibt mir die unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die immer gerne. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder abonniert auch gleich den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.